Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde. Ich weiß nicht, wen du suchst, aber hier findest du ihn nicht. Kann ich hier drüben? Jo. So. Ich glaube, ich weiß, wo die sind. Das habe ich mir schon gedacht, das ist. Das habe ich noch so im Kopf. Wo Triss gewohnt hat. Ne, wo die untergetaucht ist. Da ist sowas. Warte mal, wir können gleich unten durch. Ernst. Und wir müssen es halt immer wieder versuchen. Und hier hinten, unten, da hinten runter. Und das Haus müssen das. Genau, das ist das. Nee, das hier ist das. Hä? Ich dachte, das da unten wäre. Okay, das hier ist das. Die Lunden präsentieren Konzerte und vergnügliche private Vorstellungen. Unterhaltung für Kinder und vieles mehr, vieles mehr. Und vieles, vieles mehr. Rabatte für Stammgäste. Okay. Sind noch da? Hübsche Melodie, aber verdammt traurig. Dann drückt sie meine Stimmung aus. Was suchst du hier? Ich suche die Lunden. Seid ihr das? Wir haben kein Geld. Lass uns in Frieden. Da liegt wohl ein Irrtum vor. Oh, tut mir leid. Ich dachte, der Vermieter hätte uns wieder einen Schläger geschickt. Ich will kein Geld von euch. Im Gegenteil, ich hätte welches. Sofern ihr die Kunde von Madame Irinas neuem Stück in der Stadt verbreitet. Oh, das geht leider nicht. Seit der Premiere unserer folgenreichen Ballade Heiliger Himmelfahrt, fromm ist er nicht, fressen und huren, das kann er, der Wicht, werden wir von Fettsacks Bande verfolgt. Fettsacks Bande? Ach, Strauchdiebe. Vom Kult bezahlt. Die Stadt wimmelt von solchen Banden. Sie haben Nissa bedroht. Wollten ihr die spitzen Ohren mit einem Schnitzmesser abrunden. Sie lassen uns nicht auftreten, vergraulen das Publikum, zerstören die Instrumente. Und neuerdings lauern sie uns direkt vor dem Haus auf. Wir wissen nicht weiter. Haben sie einen von euch verletzt? Noch nicht. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nissa hat gehört, dass sie irgendwas anzünden wollen. Und wenn ich euch Fettsack und seine Jungs vom Hals schaffe, werbt ihr dann für Irinas Stück? Ja, aber das wird nicht einfach. Die lassen nicht mit sich reden. Ich bin sowieso kein großer Redner. Nö, nö. Das machen wir auf die altmodische Art. Da unten? Okay. Mein von Hurensohn, nee. Hatte nur einen. Da. So, Freunde. Also. Ich sag euch, wie es läuft. Ihr lasst die Nummer oder ihr werdet weggeschnitzt. Hey, Fetzer, guck, was wir hier haben. Spinnig oder hast du Katzenaugen? Ja, tatsächlich hat wohl ein Gossenkater seine Mutter gevögelt. Was treibst du in der Stadt des ewigen Feuers, Miezekatze? Na komm, wir machen das mal direkt. Lass die Lunden in Ruhe. Die Würmer, die Hierarch Himmelfahrt beleidigt haben, ihn einen Freier genannt haben? Lieber trete ich die heilige Flamme aus. Sag den verdammten Dichtern, sie sollen herkommen. Wir rammen ihnen die Flöten in die blasphemischen Ärsche. Dann pfeifen sie ein anderes Liedchen bei jedem Furz. Halt ab, sofort. Ich bezahle euch. Bezahle. Pff. Lass sie in Ruhe. Komm, halt ab. Verschwindet von hier. Sofort. Was? Ja. Los geht's. Okay, das ist okay. Kommt, Freunde, kommt. Just for fun. Das wird voll lustig. Oh, wieso will ich den wegschnetzeln? Ach, dieser Anblick. Denen hast du's gegeben. Eins, zwei über den Rücken, dann wumm, voll auf die Birne. Endlich kann ich rausgehen, ohne mich unter einer Kapuze zu verstecken. Oh, danke, vielmals. Kein Problem. Bitte. Das war doch nichts. Und ob das was war? Glaub nicht, dass wir unser Versprechen vergessen. Wir singen uns die Kehlen bunt, um Irinas neues Stück zu preisen. Was nehmt ihr dafür?
kein Kopper. Du hast uns geholfen. Warum sollen wir dir nicht helfen? Wir kriegen die halbe Stadt in das Stück Quarz ab. Cool. Einige schnelle Vorbereitungen und dann sind wir auf der Straße. Bis zum nächsten Mal. Okay, cool. Yay. Sehr schön. So. Jetzt gehen wir zu den Docks. Und hören noch ein paar Luftpasser an. Sind wieder Freunde. Ach, guck mal an. So. Klar mit der Faust, weil klar mit der Handkante hier. Das ist einfach rangejumpt, gar nicht erst Schwert gezogen. Das geht. War nicht schlecht. Ich würde gerne einfach mal, was mir fehlt, was mir wirklich hier fehlt, das ist, dass man einfach auch mal jemanden, wie zum Beispiel so ein Typ, der da oben steht und so Bilder rumpriecht, einfach wegschnetzeln. Das ist einfach, das wäre so geil. Gewinnt, die Kasse nicht betreten, gesucht. Okay, das ist alles nichts weiter. Wo ist es denn? Wo muss ich denn hin? Ach, ich muss da rüber. Okay, ich muss da hinten rum. Da hinten rum also. Das kriegt man hin. Gucken, wie wir. Ne, wir brauchen jetzt ein paar Kronen locker machen, denke ich. Das soll ja kein Problem werden, die Ordner zu finden. Von der ist eine Schmiede. Aturi. Oh. Oh. Nein. Ist der Ort? Nein. Hallo, nein. Er ist in der Nähe. Bereit? Halt, das wollte ich gar nicht. Einen Moment noch. Einen Moment noch. Ich brauche noch einen Moment. Na schön. Aber beeil dich bitte. Verdammt. Wisst ihr was? Komm. Wir können es ja mal versuchen. Ich bin hier. Komm. Wunderbar. Wollen wir? Ja. Lass uns das mal schnell noch nebenbei machen. Mal gucken, ob das... Geh voraus. Wunderbar. Komm. Der Mann vom Bettlerkönig. Man nennt ihn Blechbursch. Was weißt du über ihn? Nicht viel. Wird schnell wütend. Also Vorsicht. Wir brauchen ihn dringender als er uns. Du solltest alleine kommen, Elf. Wer ist das? Ein besorgter Freund. Oh, na. Also pass auf. Der Boss mag mit Hacker zerstritten sein, aber vor allem muss die Kasse stimmen. Unser Angebot ist nicht verhandelbar. Überrasch uns. Zuverlässiger Eisennachschub gegen die Hälfte der Einnahmen. Was? Die Hälfte? Bist du irre? 25. Wer bist du, dem Bettlerkönig irgendwelche Vorschriften zu machen? 35. Tiefer gehen wir nicht. Immer noch zu viel. Ein Viertel ist unsere Grenze. Wir legen noch einen Ladenrabatt drauf. Du hast nicht alle Latten am Zaun. Nichts da. Los, Jungs. Verdammt. Gut, wir nehmen das Angebot an. Aber vielleicht sollten wir... Du solltest nach Hause gehen, Elf. Einverstanden. Was Besseres haben wir denn? Es ist eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Was Besseres war nicht drin. Oh, Blechbursche, du hast dir den Verstand weggesoffen. Das hier ist Hackers Territorium, du Schwanzhobler. Verdammt, wer ist das jetzt? Hackers Jungs. Neuigkeiten verbreiten sich schnell. Geralt, was machen wir hier?
uns durchschnetzeln. Ganz vorsichtig hier sein. Mund halten und kämpfen. Okay, das ist natürlich nun. Einmal ist weg. Okay, mein Schwert ist natürlich gerade ein bisschen. Nein, nicht gut. Fuck. Oh, den hab ich voll weggekickt. Mal den Donner noch reinhauen. Fuck. Nein, nicht sterben jetzt. Schlagt ihn! Tötet ihn! Schnell weg! Hier lang! Geralt, schnell! Scheiße! Hast du ein Problem? Vorsicht! Vielleicht sind noch mehr drin. Vorsicht! Vielleicht sind noch... Vorsicht! Vielleicht sind noch mehr drin. Mir nach. Gut. Ich hoffe bloß, dass sich das hier noch lohnt. Also, können wir uns auf die Lieferungen verlassen? Für wen hältst du mich? Habe ich euch nicht mein Wort gegeben? Aber ich würde an eurer Stelle Wachen anheuern. Bei Hacker kann man nie wissen. Meinst du, die kommen zurück? Ein paar von Hackers Scheißern sind entkommen. Der Bastard weiß sicher schon alles. Ich kann keine Männer entbehren und nicht für eure Sicherheit garantieren. Ihr solltet eine Weile untertauchen. Mist. Danke, Lechbursche. Irgendwann einigen sich die Bosse. Dann habt ihr Ruhe. Ihr müsst nur bis dahin überleben. Was jetzt? Wir plaudern und dein Partner ist auf und davon. Verdammt. Hey, warte! Viel Glück! Toll. Hattori, warte. In seinem Knödelladen. Achso, warte mal. Wow, das war heftig. Wir haben es hingekriegt, aber das war schon ein bisschen knapp. Machen wir gleich mal fertig, ja. Lass mir Blut aus den Ohren. Der haut einfach ab, weißt du. Warte mal, ich mach mal eben noch. So eine Stunde, dass unsere Tränke sich wieder erfüllen. Weil das ist mir schon wichtig. So, Hattori. Was soll das? Hattori, bist du da drin? Mach auf! Oh nein! Lass mich in Ruhe! Sei nicht albern, lass mich rein.
Nein, niemals. Ich bleib bis Medin Verne hier drin. Vergib mir, Geralt, aber das war ein Fehler. Mit Banditen verhandeln, Abmachungen treffen. Zu spät. Der Bettlerkönig besorgt dir Rohstoffe und dann? Du wirst ihn bezahlen müssen. Was habe ich getan? Geralt, du musst mir helfen. Schon wieder. Muss ich nicht. Ich bin ein Hexer, keine Leibwache. Genau. Du musst mir eine Leibwache besorgen. Geralt, ich bitte dich, die bringen mich um. Was? Wo soll ich die Leibwache denn finden? Es gibt da einen Söldner, Sucrus, der auf dem Stör trinkt. Ein alter Pirat, ein Skelliger. Hat mal für mich gearbeitet. Riesig wie eine Eiche. Würde sich vor einem Dutzend Hackern nicht fürchten. Kannst du nicht selber mit ihm reden? Wir sind nicht sehr harmonisch auseinandergegangen. Will sagen, er wollte einen Bonus und ich... Du hast keinen rausgeholt. Na toll. Und jetzt? Soll ich deine Schulden zahlen? Du findest bestimmt eine Möglichkeit, ihn umzustimmen. Geralt, bitte lass mich nicht so hängen. Wo ist der? Da hinten? Nö, wir gehen erstmal jetzt hinter und wir folgen jetzt erstmal der anderen Quest weiter. Das machen wir erstmal hier. So. Boah, wir haben uns aber gut geschlagen, ne? Wir haben uns gut geschlagen. Also komm, das kann man nicht meckern. Und die waren alle viel zu hoch, die hatten alle Totenköpfe schon drüber, ne? Wir haben es gut gemacht. Ausweichen ran, immer wieder. War gut. Wir haben aber auch gut Schaden gemacht dann. So, okay. So, hier vorne sollen die angeblich so irgendwelche finden, ne? Ein paar Ordner. Machen wir hier so wieder was sehen. Naja, wenigstens regnet. Nicht, wollte ich sagen, aber okay. Es regnet schon wieder. Netter Kampf. Gute Beinarbeit. Forderst du mich heraus oder willst du dich mit Hal messen? Ein Hexer gegen die Bestie von Metina. Mordlust gegen unbändige Wildheit. Seid ihr wirklich aus Nilfgaard? Aus Metina, verdammt. Nicht aus Nilfgaard. Aufgezogen von wilden Hunden in den Sturmebenen von Magdeira. Brüder des Blutvergießens in Metinas berüchtigten Drecksarenen. Wer tritt den Wilden aus dem Süden entgegen? Wer sieht den Bestien ins Auge? Ich bräuchte euch als Aushilfen. Wir führen ein Theaterstück auf. Sollen wir auf der Bühne jemanden verdreschen? Ihr sollt als Ordner arbeiten und dafür sorgen, dass weder auf noch vor der Bühne jemand verdroschen wird. Da bist du bei uns falsch. Verdreschen ist unser Geschäft. Was, wenn ich gewinne? Ja. Wie wär's mit einer Wette? Wenn ich Hal schlage, arbeitet ihr gratis für mich. Tja, Hal hat's nicht so mit Theater. Tragische Romanze. Ich erspar dir die Details. Man wird ihn irgendwie überzeugen müssen. Vielleicht so. Nein. Kämpf gegen uns beide gleichzeitig. Kampf des Jahrhunderts. Ein Hexer gegen den zweiköpfigen Drachen von Metina. Was, wenn ich verliere? Oh, das wirst du. Dann arbeiten wir trotzdem für dich. Du musst nur doppelt zahlen. Okay. Gut, ich kämpfe gegen wir versuchen es mal. Ich nehme mal die Druckwelle rein. Dann kann ich es zum Taumeln bringen. Verlierst du, gehört zu uns. Nö. Doppeltes Geld, wie versprochen. Wenn ich gewinne, krieg ich's zurück. Hal, mach ihn fertig! Ich hab hier was Besonderes für dich. Ich durst die Druckwelle aus. Ich hab auf den Fettarsch gewettet. Du bist so gut. Ich kann nicht. Aktion.
Nein, weich doch mal aus, Mensch. Ey, der ist weg. Jetzt kann ich mich auf den konzentrieren. Komm schon, bam. Und ins Wasser. Bam, und zack. Und fall runter. Fall, nein. Komm schon, komm schon. Nein, Geralt. Geralt, was war das? Ja. Hahaha, ich krieg's wieder. Ja, ja. So eine schöne Klopperei kriegst du nicht oft. Was, Hal? Dem hat's die Sprache verschlagen. Aber ich seh's ihm an. Der Kerl mag dich. Zeit für eine kleine Pause. Wir bewachen, was du willst. Na, okay. Umsonst, nicht Hal? Dein Geld. Hier hast du's zurück. Und keine Sorge. Wir sind da, bevor der Tanz losgeht. Cool. Das ist cool. Super. Jo. Sprich mit Irina. Okay. Sehr schön, Freunde. Das haben wir geschafft. Sehr geil. Entschuldigung. Oh, es gewittert nur noch. Das ist nicht schön. Was soll das? Kannst du irgendwie ausstellen? Es ist nur noch Regen und Gewitter. Und nee, soll das irgendwie die stürmischen Zeiten hier? Keine Ahnung. Das ist voll doof, ey. So, sind wir zu Irina. Und denen sagen, dass das läuft. Warte mal, ich muss kurz was gucken. Wo sind wir jetzt? Hier drüben ist diese Kneipe, ne? Wie ist der Typ? Ist das die da? Ich nehme mal an, ne? Ich guck mal, ob der kurz hier ist. Das ist zwar halt. Was kommt jetzt? Kannst du uns mal helfen, Meister? Wir haben zu wenig Geld für die nächste Runde. Wir sind nämlich Kollegen, weißt du? Hexe, nicht? Wir sind Metzger. Du schlachtest, wir schlachten. Du verdienst Hexer besser. Ganze Dörfer werfen zusammen. Hohe Herren öffnen die Börsen. Hohe Damen die Schenkel. Da war ich wohl in den falschen Dörfern und hatte mit den falschen hohen Damen und Herren zu tun. Los, lass uns nicht betteln. Wozu ist ein Hexer denn eigentlich gut? Doch dazu, Leuten in der Not zu helfen. Ihr Jungs seht müde aus. Ihr geht besser nach Hause. Tja, seit wann trinken wir denn jetzt? Seit 2 Tagen. Wohlgesprochen, Meister. Wir gehen nach Hause. Gut. Ja. Was? Oh, ich find's immer dunkler gerade. Ein kurzer Speicher. Und dann gehen wir mal kurz hier rein. Ob das klappt, weiß ich nicht. Mit den Wolfstein. Pass auf, wo du hin. Ein Mann wie ein Berg. Sieh an, der Herr mit den lustigen Hosen. Freiern oder nicht? Das ist hier die... Upsa! Ja. Hm. Hä? Bin ich hier richtig? Warte mal, bin ich hier richtig? Hallo, Quest. Quest. Nebenquest. Ich bin nicht mit Schauen und Knödeln. Stelle... Stufe 24. Okay, wir sind hier falsch. Pass auf, wo du hin. So rum und abends bin, sag ich nie nein. Oder? Ich sollte wohl eingreifen. Ach. Oh, das hat wehgetan. Was zum Henker machst du denn? Unser Gespräch war noch nicht beendet. Das nennst du ein Gespräch? Geht dich einen Scheißdreck an. Brauchst du eins aufs Maul oder wie? Oh Gott. Komm schon. Ja, haha, sehr nice. Obwohl er einen Totenschädel drüber hatte, also ganz gut. Tut mir leid, du wolltest es so. Ich bin Geralt. Sucros. Gut gemacht, Kumpel. Ein Bierchen zur Beruhigung? Komm, wir reden drin. Schauen wir mal, ob wir den gleich so überzeugen können.
Bring dich her, Geralt. Ich suche eine Leibwache. Interessiert? Warum nicht, wenn's was zu verdienen gibt? Naja, noch nicht. Dann soll das ein Tauschhandel werden. Gefallen gegen Gefallen? Ich bring dich um, Arturi. Ja, schätze schon. Woran dachtest du? Mein Schwager schuldet mir Geld. Hol es zurück, dann können wir reden. Verdammt. Na gut, wo finde ich ihn? Bei den Docks in der Nähe. Weißt du was? Das Geld ist mir egal. Wenn du es nicht wiederkriegst, stört's mich nicht. Was soll ich dann machen? Seinen Medvorrat zerstören. Den habe ich von Arn Skellig mitgebracht. Ist denn das vernünftig? Nein, aber gerecht. Okay. Wo ist der Ausgang? Hey, wo ist denn der Ausgang? Achso, ich bin ins Tiefere gegangen. Ah, okay. Überrede den Kaufmann als Gellige. Wo ist was? Wo ist was? Ja, komm, wir überreden wir gerade noch. Wir können doch ändern unsere schönen Fähigkeiten. So. Hallo, ich bin der Schuldeneintreiber von Herrn Sukkos. Ich soll... Herrn? Meinst wohl des Wildschweins? Mit Bauern und Analphabeten habe ich nichts zu tun. Sag ihm, ich bezahle ihn, sobald auf skellige Palmen wachsen. Es wachsen Palmen auf skellige. Ja. Es wachsen Palmen auf skellige. Jetzt zahl schon. Ist ja ein Ding. Natürlich bezahle ich Sukkos. Ist auch eine Bürgschaft in Ordnung? Einzulösen bei der Vivaldi Bank, ja? Bin schon unterwegs. Okay, doch. Warum nicht gleich so? Gibt's irgendwas zu looten? Nee, gibt's nicht. Okay. So, jetzt wird er ihn beschützen. Und dann kann Hattori mir nämlich endlich Waffen anfertigen. Dann können wir dem shoppen gehen. Ich will echt wissen, was der hat. Sap. Das sind die Jagdrenner. Oh, ist so übel. Wegen diesem kleinen Kram, weißt du? Das ist so nervt es. Bin nach unten. So. Ist erledigt. Ei, ei, Geralt. Wie geht's denn so? Ich hab mich darum gekümmert. Der Händler will dir eine Bürgschaft der Vivaldi-Band geben. Tatsächlich? Gut gemacht, Mann. Wen soll ich umhauen? Du sollst nur jemanden im Auge behalten. Dieser Schwertschmied. Offenbar kennt ihr euch. Aper Hattori, der Elf? Der hat mal versucht, mich bei Äxten zu bescheißen, der Sack. Du arbeitest für ihn? Könnte man sagen. Wir versuchen, das Schwertschmiedemonopol in Novigrad aufzubrechen. Oh, ein edler Zweck. Tja, wenn du für ihn einstehst, warum nicht? Ich hole ein paar Jungs, dann können wir los. Dein Problem gelöst hast. Kehre zu Hattori zurück. Sehr schön. So, Hattori, jetzt mach uns ein paar supergeile Waffen. Und wehe nicht. Wehe, der schachert jetzt wiederum. Dann gibt's Ärger. Dann gibt's auf den Deckel. Und das war eine ziemlich coole Quest. Na gut, es ist auf einfach gestellt. Vielleicht liegt's daran. Na, mal gucken. Wir haben schon ganz gut gemacht, denke ich. Also, das sollte. Das speichern wir jetzt lieber auch mal. Sicher ist sicher, ne? Ah, da stehen sie doch schon überall. Da sitzt sie doch schon. So. Grüß dich, Hattori. So groß hat dich schon gefunden, wie ich sehe. Seid ihr euch einig geworden? Ja, Geralt. Ich musste ihm ein paar Äxte zu Großhandelspreisen lassen, aber das habe ich gerne gemacht. Danke.
Nimmst du endlich wieder Schwertbestellungen entgegen? Leider nicht. Mir fehlen ein paar Rohstoffe. Ist das denn Ernst? Lass mich raten. Auf die hat Ernst van Horn auch ein Monopol. Genau. Er hat sie billig Schwertschmieden abgekauft, die aus dem Geschäft ausgestiegen sind. Jetzt hortet er sie wie ein Eichhörnchen. Aber wenn du... Nein, damit wärst du nie einverstanden. Womit einverstanden? Ich weiß zufällig, wo van Horn seinen Schatz hortet. Es ist mehr, als er selbst je verbrauchen könnte. Wir könnten etwas leihen. Oh Gott. In was verwickelst du mich da? Leihen? Stehlen wohl eher. Es ist kein Verbrechen, einen Dieb zu bestehlen. Nein? Was denn? Ausgleichende Gerechtigkeit? Wie habe ich mich da reinziehen lassen? Du wolltest ein gutes Schwert haben. Ganz einfach. Wegen der besten Schwerter, die du je gesehen hast. Rüstungen, Triboke, Katapulte. Na schön, na schön. Angenommen, ich bin einverstanden. Was ist dein Plan? Van Horn hat sein Lagerhaus bei den Docks. Die Rohstoffe, die ich brauche, sind sehr schwer. Sucrose soll seine Jungs mitnehmen. Und eins noch. Die Kisten, die ich brauche, riechen nach Ammoniak. Das, nee. Das mache ich aber jetzt nicht. Ich möchte jetzt gerne... Erstmal möchte ich jetzt das weitermachen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Tschüss.